So, stellt erstmal euer Video schön auf HD, falls ihr es überhaupt könnt, falls euer Internet das mitmacht. Ansonsten hört mir ein paar Sekunden zu, da dieses Video nicht sonderlich lang sein wird. Ihr seht hier diese Tabelle, Kanalübersicht. Habe ich kurzerhand angelegt, da ich selber keine Ahnung mehr hatte, was ich denn aufgenommen habe, was ich denn noch aufnehmen muss und wann ich es hochladen müsste am besten. Ihr seht hier die Kanalübersicht, ich habe jetzt schon mal ein bisschen im Voraus geplant, genau gesehen einen Monat. Hier unten ist natürlich noch leer. Er wird alles jetzt gerade einzeln nacheinander erklärt. Hier MC Apple Pie, Minecraft Apple Pie, Adventure Map mit TrueMG geht noch bis zum 28.06. jeden Tag um 13.30 Uhr, wie hier oben steht. Ansonsten kommt danach ab dem 29. eine Adventure Map, die ich mit dem Herr DK aufgenommen habe. Die geht bis zum 7.07. Danach ist natürlich noch die Tabelle leer. Heißt aber nichts anderes, da wird auch noch irgendeine Adventure Map vielleicht alleine oder mit irgendwem anders nochmal aufgenommen. Vielleicht mit Mr. Moore Game oder sowas mal, ne? Übrigens, wer sich fragt wegen Zompmore, wir nehmen auf, sobald Mr. Moore Game nicht mehr verschnupft ist. Ja, gut. Als zweites steht um 15 Uhr Happy Wheels an, da habe ich noch gar nichts von aufgenommen. Werde ich mich jetzt gleich direkt jetzt danach dran setzen und wirklich mal ein, zwei Stunden aufnehmen und die Parts in 10 bis 15 Minuten Parts schneiden. Dann letztendlich. Wahrscheinlich 15 Minuten, sonst beschweren sich zu viele. Oder 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal drauf an, wie viel ich aufnehme. Hier also 10 bis 15 Minuten Parts, nicht mehr 20, 30, sondern kürzer, damit ich einfach täglich was bringen kann, ne? Weil ich nicht jeden Tag irgendwie mich eine halbe Stunde dran setzen will. Ja. Geplant, eingetragen und so, ne? 16.30 Uhr ist, habe ich jetzt noch kein Projekt. Könnte mal vielleicht was kommen, zum Beispiel, wenn ich mit Kiddos Zone mal wieder eine Happy Hello Kitty Map spiele. Kommt um 16.30 Uhr was? Er hat nämlich noch zwei Maps, die nehmen wir wahrscheinlich die nächsten Tage mal auf. Also könnte sein, dass in den nächsten Tagen auch hier nochmal eine Hello Kitty Map reinrutscht. Dann haben wir um 18 Uhr Terraria mit German Let's Play, natürlich nur jeden zweiten Tag. Kann man jetzt hier schauen, wann genau. Gestern hat er kein Part hochgeladen, weil wir nichts aufgenommen hatten. Wir haben jetzt aber aufgenommen und haben auch ein bisschen Fortschritt. Ich glaube nicht mal, dass wir bis hier unten die Tabelle brauchen, da wir schon mit dem Spiel dann durch sind hier unten. Sollten wir zumindest, meines Erachtens nach. Gut, ansonsten haben wir noch Binding of Isaac, da nehme ich heute auch noch einiges auf. Ich würde sagen, bis 20 oder so mal wieder. Ich habe ja auch am ersten Tag bis 10 aufgenommen. Kann ich jetzt nochmal 10 Parts einfach aufnehmen, 2-3 Runden. Das geht genauso gut. Und DayZ kommt im Abstand jeden Dienstag und Freitag, wenn ich es richtig eingetragen habe. Gucken wir mal, hier haben wir den 27. Der 27. ist ein Mittwoch. Okay, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Wunderbar. Was habe ich denn da falsch? Oder warte mal. Du bist der 20. Der 20. ist ein Mittwoch. Ach so. Gut. Jeden Mittwoch und Samstag. Stimmt das? 23. ist Samstag. Richtig. Richtig. Genau. Jeden Mittwoch und Samstag um 21 Uhr kommt DayZ. Ein Überlebensversuch halt, kompletter. Kann auch sein, dass es mal 2 Stunden lang ist, das Video. Habe ich auch sogar noch vom ersten Part, da hat mich dann später am Tag noch mein Kumpel wiederbelebt, irgendwie 5 Stunden später, mit dem 100 Leben, hat mein Blut aufgefüllt und habe ich da nochmal 2 Stunden überlebt und umhergeschlichen. Habe ich natürlich jetzt nicht aufgezeichnet, weil ich nur privat ein bisschen gespielt habe. Aber ich werde versuchen, demnächst die Überlebensversuche auch ganz aufzuzeichnen und natürlich auch mit Kumpel oder nicht Kumpel, mal schauen, je nachdem, wie es sich halt gerade anbietet. Alleine überleben ist auf jeden Fall auch spannend. Besonders, wenn dieser Bug weg ist, dass man Essen nicht finden kann. Ich glaube, der sollte jetzt gefixt sein mittlerweile. Habe ich allerdings keine Ahnung. Gut, ich wollte euch nur mal zeigen hier, wie es so gerade geplant aus, wie es aussieht. Werde ich jetzt so vielleicht einmal im Monat machen oder so, oder wenn irgendwelche Updates anstehen, einfach ein kurzes Video dazu machen. Viel Spaß damit. Tschüss, euer Zombie. Happy Wheels.